Fett Andi. Vielleicht bist ja auch du komisch. Nee, der Helfer fährt so komisch. Okay. Sind wie Wesen von einem anderen Planeten. Zap, 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 zappity, zap. Ne, hör auf. Du hörst auf? Was? Ne, du hörst auf. Achso. Ich glaube, da komme ich nicht hoch, oder? Taste noch tiefer zu drücken, wird auch nichts helfen. Ein Versuch ist es wert. Warum bist du da hoch? Da bist du doch schon fertig. Ja, da war eine kleine Eckkante. Weißt du. Jetzt gehe ich nachgrubbern. Mhm. Ich finde es immer so cool, wenn Vögel bei uns in der Halle drin stehen und teilweise an den Wänden hoch und runter laufen. Seems legit. Holy shit, du kostest schon wieder Kohle. Mhm. Witziger gleich Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet, wenn er nicht intelligent ist. Mein Gruber driftet schon wieder. Komm da hoch! Es ist immer leichter, wenn du runterfährst. Ich weiß, es ist auch leichter raus, um reinzukommen, aber ist egal. Ja. Ja und nein. Manchmal Doch. Ist es auch schwer reinzukommen. Das habe ich ja gemeint. Hä? Es ist leichter. Ach so, ja, stimmt. Da habe ich wieder doppelt gedacht. Ach man, du darfst dich einfach nur einfach denken. Und einfach wäre. One, two, three. Microphone muted. Muss ich eigentlich wo kalken auch? Nee, sieht gut aus. Hatte ich nochmal Glück? Andi. Microphone activated.
Ach, fick dich, die Seemaschine ist fast leer. Was für Fachbegriff, Fachbegriff. Ich habe ein Diplom im Schimpfwörter sagen. Verstehst du sogar, oder? Die Fachbegriffe. Tattoos auf dem Herd. Oh, Alter, das mit Vitamine ist doch voll nervig in Atlas. Weiß ich nicht, so genau habe ich Atlas noch nie verfolgt. Soll ich da auf ewig viel aufpassen? Das ist klar, ist ein wenig an den Realismus ange. Aber hat Atlas auch voxelanimierte Wolken? Nee. Na, ist es schon unten durch bei mir. Wie voll bist du, Twi? Prall gefüllt. 190. Jetzt 11.270. Ich glaube, ich schaff's noch bis ganz da hinten, kann ich mich umdrehen. Er kann sich nur hinten umdrehen, hier ist es zu eng. Warum geht das nicht auf zwei Seiten so zum Entleeren? Zum Rohr. Ja, Frechheit. Ich werde gleich mal einen Beschwerdebrief an die Hersteller schreiben. Ja, TV kann sich auch auf zwei Seiten entleeren, vorne und hinten. Ja eben, siehst du, geht noch einfach. Vorne kommt Scheiße raus und hinten kommt Scheiße raus. Ich weiß nicht, sorry. Was ich dafür ein Problem haben. Da. Ich schreibe gleich einen Leserbrief. Alter, wir sind 700.000 in den Schulden. Hä, schon wieder? Er bekommt was? Echt nichts mit, oder? Wir haben vorhin abgestimmt, was wir kaufen sollen. Ob wir es kaufen. Haben einstimmig. Inos mit Feld 13 oder sowas. Ja, und davor haben wir auch, waren wir auch shoppen und haben einstimmig zugestimmt, dass wir das jetzt kaufen. Denkbar, oder? Du hast auch dafür gestimmt, Twi. Echt? Wir haben gesagt, jeder, der was dagegen hat, soll jetzt was sagen. Du hast was stehen gelassen, Twi. Bin eigentlich drüber gefahren, aber. Ich frage nicht, was ich jetzt tue. Hä, dann nutze ich mit. CK FICK ICH. Glaubst, oh ja, brauchst du noch mal den LKW? Das schaffe ich schon. Glaube ich dir auch sofort. Steuerpumppreis wäre mal wieder interessant.
Elfa hat die Arbeit erfolgreich beendet. Wieso das so beim Preis? Ist doch scheiße. Oh oh, wie? Siehste? Siehste, genau das passiert bei mir auch. Ich hab dich vorgewarnt, dass ich mich gleich drehen werde. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Der Reifenabbau wurde halt falsch berechnet. Bist du mit den Softs unterwegs oder was? Was? Nee, es waren eh die Mediums, aber sie haben trotzdem zu schnell abgebaut. Deswegen auch Michelin, oder? Wegen Medium. Naja, das war nicht so gut, ich weiß. Hä, was macht das Auto jetzt? Lol. Nur weil der ausdreht. Oh, Mann. Hure. Hat er nicht gesagt. Wieso, es war doch eh wieder ein... Wie war das vorher? Wieder vergessen. Ja. Du weißt, was ich meine? Ja. Ich glaube, der Traktor ist zu schwach für die Sämaschine, um bergauf zu sehen. Kannst du gerne mal schauen, ob du noch eine Leistungsstärkeren findest? Ja, einen John Deere wollen wir nicht holen. Hä? Welchen John Deere? Der bei den Forstarbeiten. Ach, du redest jetzt von der anderen Sämaschine. Ich dachte gerade, statt dem Quadtrack. Nee, ich rede von der Mais-Sämaschine. Nein, you damn fucking asshole! Was ist der angestellt? Es laggt und er fährt mir rückwärts in die Ballen rein. Mein, welche Ballen? In die ich bereits aufgestellt habe. Deine so, Heuballen. Okay, nicht bei der Scheune oben. Nee, die hab ich hingestellt. Und wie? Hä, ich auch? Hab ich ja gesagt? So, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die wieder da zurückschieben kann? Gar nicht. An dieser Stelle entladen, abbrechen, ja. Scheiße. Natürlich muss es genau in dem Moment lecken, weißt? Ja. Ab und an leck ich auch unpassend. Mhm. Habe ich schon des Öfteren gehört. Hä, von wem? Ach, das würdest du jetzt gern wissen. Es laggt immer noch. Es ist wieder so laggy. Aber ich kauf diesmal nicht mal was. Ich kann nichts machen. Oh, aber Andi. Alles ist scheiße. Meine Heuballen stehen nicht mehr da, wo ich sie hingepackt habe. Andi, bitte? No. Noch eine, die hat nicht gereicht. Nee. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt? An die Rente. Armer kleiner Andi. Nein! Arschloch! Hä? Was war jetzt? Ja, ein Turm ist umgefallen. Aber jetzt hast du nicht geleckt, oder? Nee, ich hab's ja wieder versucht. Ich hab's ja versucht zurückzuschieben. Ich würde gerne das abladen, abbrechen. God dang it. Och fuck, ich hab's geahnt. Tank ist leer. Ja, weißt du, wie viel da jetzt reingeht? Ich weiß, ist es die große? Ja. Du weißt auch, ja, ich leck schon wieder. Weißt du, warum es letztes Mal, oder warum so wenig drin ist, gewesen ist? Weil der Tweet nämlich nicht voll gemacht hat beim ersten Mal. Nee, Oli hat nochmal aufgetankt. Komplett? Nee. Hat zu viel gekostet. Eben. Kostet einfach mega viel, das kommt aufzufüllen. Ja, wir können noch 95.000 Schulden nehmen. Wow. Damit sollte das Ding aber voll werden. Und der Sojabohnenpreis, wenn wir wieder nach oben gehen, dann haben wir die Kohle wieder drin. Wenn er mal wieder nach oben geht. Dann haben wir die Hälfte, nicht mal die Hälfte unserer Schulden.
Ja, guter Anfang, oder? Ich hatte ja letztens, hatte ich eine gute, wie soll ich sagen? Es ging in die richtige Richtung, hab fast 400.000 eingenommen. Ja, letztens waren wir so weit im Plus und das... Nein, dieser Scheißdreck hier. Letztens waren wir im Plus. Ja. Du sprichst aber vor Ewigkeiten, oder? Ne, bevor wir da ganz tief in die Schulden gegangen sind. Und dann habe ich mir ja quasi ein neues Güllefass gegönnt, einen zweiten LKW, wobei ich sagen muss, also der zweite LKW mit Hänger gespannt ist schon nicht schlecht. Ja. Und er hat ja im Prinzip noch 100.000 gekostet insgesamt, also von dem her. Aber zum Glück fehlt das Saatgut, das ist das günstigere. Du kannst ja mal schauen, vielleicht geht ja die Sämaschine zum Auffüllen über unseren Hof. Ich weiß es ja nicht. Ja. Wird es wahrscheinlich dann einmal komplett leer sein, aber egal. Es ist einfach so krass, weil die Sämaschine mit dem Sähteil zu fahren einfach zu breit ist, habe ich jetzt einen anderen Traktor genommen und fahre mit das dem Ding. Anderen Traktor. Ja. Probier jetzt was ganz anderes. Das hast du noch nicht probiert. Ich habe momentan meine eigenen Probleme. Nee, das geht so nicht. Kann ich es noch anders probieren? Das Witzige ist, du kannst ja auch das Saatgut von unserem Hofsilo aus betanken. Du kommst da nämlich, also ich hab's nämlich zum Beispiel, du kannst es auch in unser Hofsilo reinkippen. Den Saatgut und das Dünger. Du kannst es überall dann darauf zugreifen. Ja, das probiere ich gerade, dass ich vom Rohr darauf zugreife, aber das geht nicht. Ich glaube, dass das daran liegt, dass es zwei verschiedene Container sind und es ist mir aufgefallen, immer der Container, der größer ist, den kannst du auffüllen. Weil bei der einen Sämaschine ist nämlich der Düngertank größer, bei der anderen Sämaschine ist der Saatguttank größer. Ob das ein Grund ist? Nee, ich kann Dünger auffüllen, aber egal, ich fülle Dünger auf. Hauptsache, es wird was aufgefüllt. Und Dünger ist sowieso das teurere. Ja, eben. Obwohl, ich bin dumm. Warte, wenn Dünger aufgefüllt ist, kann ich eventuell das andere auffüllen. So. Nee, doch nicht. Obwohl, wenn ich das habe ich mir auch gedacht, wenn das eine voll ist, dann müsste das andere gehen, aber nope. Nee, du musst ja bei der Sämaschine umstellen, was du auffüllst. Möchtest? Bei der Seahawk. Okay. Musst du N drücken, dann geht die... Warte, Abdeckung. Musst du N drücken, dann geht das auf den Dünger, dann musst du N drücken, dann geht es auf Saatgut und nochmal N schließt dann wieder. Mhm. Es heißt ja auch mit N nächste Abdeckung öffnen. Mhm. Aber es geht nicht. Probier ich da nochmal neu reinzufahren? Doch! Ich kann die Dingens kann ich auffüllen, Andi. Okay, dann kannst du es gerne auch nochmal mit der anderen probieren. Vielleicht bekommst du es ja... Vielleicht geht... Ich hab ehrlich gesagt noch nie geschaut, ob man da irgendwas drücken muss, um was anderes aufzufüllen. Vielleicht muss man das bei den anderen ja auch drücken. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Fehler, also die Seahawk, gerade Saatgut und Dünger aufgefüllt. Und jetzt haben wir eh nichts mehr in den Silos, oder? Genau. Aber wenigstens mussten wir jetzt nicht dafür bezahlen, weil ich habe letztens damals schon 50.000 oder sowas ausgegeben für das ganze Zeug. Und jetzt kann ich die Abdeckung wieder schließen. Also Saatgut habe ich nicht ganz aufgefüllt, da fehlen noch 10.000. Aber ich habe schon 10.500 drin.
Und ich habe meine Ballen gestapelt. Und wieder umgeschmissen. Nö, nee, aktuell stehen sie noch. Dang it. Sie passt eigentlich nicht auf diese Karte hier. Also es ist eigentlich eher halt fürs Amerikanische. Ich meine, gut, da ist sie auch. Da darfst du sie überhaupt ja auch verwenden, mehr oder weniger. Also wenn du das Ding auf der Straße fahren würdest, irgendwo in Europa, hättest du ein Problem. Und niemand bei uns in Deutschland, glaube ich, hätte so ein großes Feld, dass sich das Ding lohnen würde. Du weißt nicht nur, wie man Feld buchstabiert. E-F-E. Da wo du den... Achso, ja, ist ja wurscht, genau. Wie hast du die Düngerdinger eigentlich aufgefüllt? Ja, ich habe mir da noch nicht wirklich was überlegt gehabt. Ich habe es mit dem Traktor, wo du gerade unterwegs bist. Ich lag bei der Weile wieder, also kann sein, dass ich dir gleich reinrenne. Mit Frontlader quasi immer zwei Paletten auf einmal genommen, weil die, wenn du sie quasi kaufst, dann stehen die so nebeneinander, dass du genau mit dem Frontlader zwei erwischt und dann habe ich einfach den Hänger voll gemacht oder halt halb voll, weil das dann so ewig lang dauert. Und habe quasi einfach den Frontlader immer über den Hänger gehoben und dann ist das Saatgut von den Big Packs in den Hänger geflossen und dann habe ich es mit dem Hänger halt hier reingekippt. Was ich halt irgendwie komisch finde, dass ich, wenn ich hier ranfahre, dass ich Dünger auffüllen kann, obwohl da Saatgut eben steht. Eben, ja, das ist ja das. Und das ist halt das Witzige auch mit der anderen Sämaschine. So, ich kann jetzt kein Saatgut auffüllen, was voll ist. Aber schau mal, ob du vielleicht irgendwo, ich habe mir das noch nie angeschaut, vielleicht steht da irgendwo was von wegen Dünger auffüllen oder sowas. Dass du das umstellen musst eigentlich erst und dass es dann geht. Weißt du, was brauche ich eigentlich an? Weiß ich nicht. Ich hoffe, was richtig's. Feuerbohnen, passt. Hä, was macht der Seahawk? Ja. Interessant. Und fertig ist er auch angeblich. Hä? Wie kommt der in die Ausgangsstellung? Hat er oben wieder umgedreht, oder wie? Ja. So, jetzt bin ich bei Freiwild angelangt. Sehr schön. Und ich bin so bei Lex angelangt. Ist so cool, meine YouTube-Playlist. Früher oder später kommt immer Freiwild. Ich fahre gerade fast 200, glaube ich. Mit dem Traktor. Ja, kann man mal machen. Durch den Winter. Jetzt dreht er schon wieder. Was hast du vor? Hallo? Hello, it's me. Hello from the other side. Hello, it's me, your crack dealer. Aber ich muss zugeben, ich habe wieder relativ gut eingeholt. Wie eingeholt? Ach so. Ja, ich komme jetzt auf Feld 9 hinüber. Ich fahre nur 7 km/h. Ja, weil du deinen scheiß Drescher nicht reparierst. Hä, der Drescher ist repariert, das Schneidewerk muss repariert werden. Auch der Drescher muss repariert werden. Der Server muss repariert werden. Ich verstehe nicht, was ihr habt. Ich kann halt nichts machen. Ich verstehe nicht, wenn ich auf einmal auf S drücke, dass er dann Vollgas rückwärts fährt. Es hat keinen Sinn. Pedal steckt fest. Bitte? Pedal steckt fest. Ich meine, nicht lachen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Du schickst mich in die Hölle. Hölle, Hölle.
Wahnsinn. Warum schicken? Verstehe nicht, warum der so einen großen. Jetzt kann ich wieder nicht mehr gehen. Es ist doch zum Kotzen. Webinterface. CPU-Auslastung vom Server selbst ist unter 25%. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es muss was vom Server sein, weil dann hätte ich ja wohl nicht meine 20, 30, 40 Millisekunden Verzögerungsdingsens gedöns. Und Twi hat ja das auch manchmal. Das Witzige ist halt, dass wir es nicht. Wir haben es zwar manchmal parallel, aber nicht immer. Sag mir, wo bist du? Hast du den Leuten schon mal geschrieben? Nee. Bei Nitrado Homo Domodon? Nein, weil ich mir eigentlich dachte, ich möchte schauen, ob da die CPU und das ganze RAM und das alles in die Höhe schießt. Ich glaube, ja, das würde nicht daran liegen, weil dann würde nämlich jeder zur selben Zeit das Ding haben, weil dann würde er das Spiel lecken. So leckt nur die Verbindung. Ich frage mich trotzdem, wieso? Und warum dann nicht bei jedem? Ja, ich habe so ein Verhältnis am wenigsten. Ja, das verstehe ich eben auch nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder Lags. Oh, es gibt Alpha-Tiere. Ja. Den normal. Beine, Andi, oder? Die waren schon wieder fast voll. 300 gehen rein, oder? Ja, und wir waren bei 296. Alter, das geht so schnell. Ich glaube, wir sind noch 45 Minuten unten. Wie endlich mal so ein Drescher repariert? Drescher ein Schneidwerk. Ja. Dachte der Drescher wäre nicht kaputt. Nee, aber ich habe ihn trotzdem mal repariert. Aber nur dafür 2000 ausgegeben. Ja, genau. Muss da tanken? Eine Stunde. Tanken haben wir doch am Hof. Ja. Also. Wollte nur kurz sagen, dass ich tanken gehen muss. Könntest du auch immer dumm umfragen, ob er tanken fährt. Warum? Der hat's drauf. Warst du nicht da? Der macht das circa so gut wie du mit Dreschen. Oder ich mit Säen? Oder Andi mit Säen, ja. Das trifft's noch besser. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Vergessen verzeiht. Verdammt war ich glücklich. So, ich habe mal kurz Zeit. Ich könnte ein Pferd ausreiten gehen. Einmal. Wie viel bringst du eigentlich rein? 36, oder? Mhm, eine Ladung fahre ich noch weg. Oh 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 oh. Weißt du, da steht ein so ein Scheißmast, gegen den muss ich natürlich reiten. Wir sind auch wieder knappe, ne, sind sogar 100.000.
Mehr sogar. Hä, wird doch ein Objekt blockiert? Hast du mich fucking verarscht? Oh. Hab das Objekt gesehen. Ich auch. Sitzt du drin? Jetzt wollte ich einsteigen. Kannst das Objekt aber gern weiter wegführen. Guck wieder mein Pferd. Fuck, ich habe mich durchgetappt. Du kannst doch zurücktappen. Wie? Also wenn du es nicht umgestellt hast, dann so wie Steam Overlay sich öffnet. Geht aber nicht. Ich habe es extra umgestellt, weil sich schon Steam Overlay wie? Öffnet. Was blockiert denn schon wieder? Ich war im Weg. Oh. Bist du so breit? Ja. Wieso bist du so breit? Ja. Weiß nicht. Ach so. Also Schildkröten sind schon mal von Ark übernommen, das finde ich sehr nice. Ja, du hast allgemein nur solche Landtiere. Naja, es gibt statt den Dodos gibt es jetzt echte Chicken, also echte Hühner. Ja, ja, ich meine. Meine fucking so Huren fucking Fickfresse. Hä? Ja. Jedes Mal fährt der einfach von alleine irgendwo hin. Und dann geht wieder gar nichts. Und ich habe 40 MS Ping. Daran kann es nicht liegen. Jetzt möchte er permanent wieder rückwärts fahren. Kühe hast du eigentlich noch nie verkauft, oder? Nee. Meine fucking Fickfresse, ich raste hier gleich komplett aus, meine verfickten Wichser. Hilfe, ich habe Angst. Ja, es ist. Ich kann nichts tun! An die Scheiße drauf. Ja, tue ich jetzt auch. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann anders. Disconnected.